Willkommen, gerne Freunde, zu einem Spiel, das auf PlayStation Store gebannt wurde. What? What the fuck? Ein Spiel, das richtig gruselig ist. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, aber es ist lange, lange her. Es wurde gebannt auf dem PlayStation Store und ich kann es nicht mehr runterladen. Also gab es einen Modder, der das Spiel auch für den PC released hat. Und wir spielen es jetzt gerade auf dem PC. Und viel Spaß beim Zuschauen, wie ich mich richtig grusle. Und wahrscheinlich brauche ich eine neue Unterhose bald. Also gucken wir mal, ob es wirklich gut ist, das Remake, was gemacht wurde. Ich hoffe, es gibt keinen Crash. Oh, das alte Wiedergefühl von früher. Ich weiß nicht, ob die Uhr in blau war oder in grün, weil ich hatte das Gefühl, es war im Original in grün. Das ist ein altes Haus und das Spiel war so, dass man in einen Loop gefangen ist. Ich muss es ein bisschen höher machen, damit man auch die Stimmen besser hören kann. Was? Oh, Alter, habe ich mich gegruselt, Alter. Ich habe mich erschreckt, obwohl ich eigentlich das wusste. Ja? Man hört irgendein Geräusch. Auf jeden Fall ist ein altes Ehepaar. Ich glaube, ich in den 80er, 70er Jahren. Mit Schokolade. Er hätte hier Mr. Beast Schokolade reintun sollen. Cookies, Banane, die nicht so stark verschimmelt ist. Also der Typ ist nicht lange weg. Komische Gemälde. Oben gibt es auch eine Etage, zu der wir, glaube ich, nicht kommen können. Und wir gehen in den Keller. Die Animation für den Keller ist nicht gemacht. Das heißt, wenn du die Tür vom Keller aufmachst. Das heißt, wir werden hier immer eine Loop durchgehen. Und die Animation auch fürs Regen wurde nicht wie im Original gemacht. So. Bis jetzt ist nichts passiert. Ich bin im hellen Zustand noch wach. Ah, chill mal. Jemand ist hier eingesperrt. Wir können die Tür nicht aufmachen. Gibt es ein Bild, das abgehängt wurde. Aber es ist echt dunkel in dieser Ecke. Liegt es an mir oder an meinem PC, dass es so dunkel ist? Oder ist es okay? Die Tür ging wieder auf. Das Radio ist aber irgendwie stumm geschaltet. Was passiert? Ja, ja, chill. Wir sind jetzt in der dritten Loop. Die Geschichte ist so, dass irgendwie ein Mysterium entstanden ist. Jemand hat seine Frau und seine Kinder getötet. Und oh, die Tür ist auf. Das Licht bewegt sich immer noch. Alter! Ah, meine Güte, mein Puls geht wieder hoch. Alter. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es mich erwischt wieder. Dass es mich wieder erwischt. Ich bin jetzt ein bisschen ängstlich, ne? Ja, öffnen. Der Papa. Uff.
dadurch, dass man es auf PC spielt, ist es ein bisschen. Ich hab echt Schiss, mich umzudrehen. Wer hat hier nur eine Brust gemalt hier? Die haben gesagt, mit interagieren. Was interagieren mit X? Was ist interagieren? Wie interagiert man? Die haben gesagt, interagieren. Achso. Habe ich jetzt gemacht? Okay. Rechte Maustaste. Hat er gut gemacht, Leute. So gruselig ist es nicht geworden, ne? Das Original war echt gruseliger. Sieht aus wie eine Bar, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Oh mein Gott. Soll ich wieder gehen? Die steht immer noch da. Alter, erschreck mich nicht. Ich bin so schreckhaft geworden. Warum ist der Radio aus? Komische Gemälde. Unter all den Gemälden ist dieses Gemälde schön. Oh, meine Güte, Leute. Komm ein bisschen das hier ein bisschen näher, damit meine Stimme ein bisschen zur Geltung kommt. Oh, die Tür ist offen. Oh. Habe ich Licht. Oh mein Gott. Mein Ding ist richtig anständig hier drauf. Was ist das für eine Kreatur? Das ist ein Baby. Oh, ist komplett aufgegangen. Kann ich mich sehen? Nee, ich kann mich nicht sehen. Das Baby liegt da. Ich bin so Schisser geworden. Guck mal, dieses Haus ist so alt, aber hat trotzdem einen Monitor für draußen. Was ist das? Na, da hat jemand wohl schön sich ein Käffchen gegönnt. Es ist dunkler. Ja, aber wenigstens können wir jetzt.
Bild, das hier war. Was war? Ah, da steht was. My voice on you. You hear it. The sign, can you read it? The wait forever if you just... just moment me. Come to me. My voice, can you hear it? The sign, can you read it? I wait forever if you'll just come to me. Weiter. War das Bild schon immer da? Eine Nummer wird hier wiederholt. Gouge it out. Das war die Aufgabe. Bitte nicht. Warte. Forgive me, Lisa, there is a monster inside of me. Dieser Verrückte hat einfach seine Frau getötet. Tür ist wieder zu. Komm, Baby, Baby, nicht. Ich kann selber das machen. Öffne die Tür. Öffne. Ah, Alter. Was ist da passiert? I can hear them calling to me from... Mach das nicht. Das ist ein anderes Bild? Immer noch dasselbe Bild. Nicht gemacht. Wäre jemand hier, ne? Drinne. Wir machen mir das nicht. Was ist durch? Das ist alles rot, Leute. Ich hab jetzt so Schiss. Oh mein Gott. Die Tür ist immer noch hier zu. Bei dem ersten Mal musste man das hier bewegen, so dass man alles wegmacht und dann steht da Hell auf der anderen Seite. Ja, anstelle Hello. Und dann kommt man durch. Guck. Da kommt man in die nächste Loop. Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich will nicht mich... Warum ist es so scheiß dunkel? Ich habe doch Licht angehabt. Oh mein Gott, jetzt ist das Licht komisch. Die Tür ist auch immer noch zu. Oh.
verstehe nicht, was er sagt. Der Typ im Radio. Okay. Was ist das jetzt hier? Achso, das ist jetzt diese Loop. Guck mal. Schock sein Vater. Was ist hier los? Dadurch, dass ich weiß, was ich machen muss, fällt es einem nicht so. Wo ist das Baby? Das ist ein bisschen anders, ein bisschen hier, ne? Ich hab so Schiss, Alter, dass hier. Hier ist ein Loch. Das ist kein Loch. Das ist ein Bild. Wo die Toilette ist. Da. Ich bin immer noch ruhig, ne? Ich glaube, der Mann war geistig gestört und hat einfach die Frau gekillt, ja? Weil angeblich hat er sich gestellt und die Leute sagten, der hat immer eine Nummer wiederholt. Oh mein Gott, Alter. Puh. No turning back now. Heißt? Ich kann jetzt hier weitergehen. Wie ist das Baby? Baby. You got fired, so you drowned your sorrows in booze. She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. Mm-hmm. You remember, right? Exactly 10 months back. Sie hat als Kassiererin gearbeitet und er hat sie hübsch gefunden, weil sie halt in dem Rock lag. Ich sag, no turn back, heißt, ich muss eigentlich in diese Richtung gehen, oder? No turning back now. Ich glaube, ich muss in diese Richtung kommen. So wie ich hier zurückgekommen bin, ne? Erschreckt euch nicht, falls irgendwas passieren sollte. Wir laufen jetzt einfach durch. Ich kann nicht laufen. Ist das Baby immer noch da? Das Baby ist hier weg. Ja. Wir kommen dem Ziel näher. Wo ist das Licht? Ich habe keine Lampe mehr, oder was? So dunkel. Oh, ist wieder Licht. Leute, lasst ein Like fürs Video. Auf jeden Fall, damit ich weiterhin mich gruselige und mein Puls so stark erhöhe. Hey, das Haus ist wunderschön. Was ist so dunkel? Was war das denn? Die Tür ist jetzt zu. Ich hab mich selber vor der scheiß Tür erschreckt. Leute. Ah, das Handy. 204863 204863
Alter, ich erschrecke mich die ganze Zeit. Development halt ein Bug. So. Das war ein Teil des Mysteriums. Ja. Ich habe das alles. Ich bin bis hier hingekommen bei PT. Und PT steht ja für Playable Taser. Und derjenige, der das gemacht hat, ist wirklich mit. Der hat mit Guillermo del Toro das gemacht. Eine Legende, was Horror angeht. Die wollten damit Silent Hill teasen. Da ist das Baby. Baby, soll ich reinkommen? Um nach dir zu schauen. Hier sind Flecken. Es ist so dunkel. Da, wo hell steht, ist jetzt weg. Alter. Radio ist aus. Oh mein Gott. Es ist immer noch dasselbe. Bin ich jetzt in dieser Loop? Bitte. Vielleicht passiert mir etwas. Ich glaube, ich muss das hier machen. Man muss auf die Uhr starren. Das ist jetzt die letzte Mission, das man machen muss und nicht bewegen. Ich lass alles los. U 04863 hat er gesagt. 204863. Mein Puls geht jetzt gleich. Ich sterbe. Mein Puls geht runter. Ich muss warten, bis das Baby giggelt. Giggelt, also lacht. Genau. Dann muss ich jetzt. Jetzt wird es echt brenzlig. Dann muss ich zum Radio. Warten. Dass das Baby nochmal lacht. Das war der Code, den man machen musste, damit das Spiel diesen Loop knackt. Das war ein Code.
Muss ich jetzt warten? Meine Güte, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich bin ein bisschen... Da muss man... Baby ist da. Meine Güte. Was war das denn? Ich muss auf dem Handy schauen, auf dem Telefon schauen. Das wird ein Lacher. Ich glaube, noch ein Attempt. Alter, ich sitze hier die ganze Zeit und versuche, das zu knacken. Nichts bewegen. Nichts bewegen. Warten, bis es klingelt. Bis das Baby lacht. So lacht das Baby. Juhu! Zweites Lachen. Jetzt zum... Warten hier. Das dritte Lachen. Ja, okay. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Die Tür ist offen. Wir haben Lisa hinter uns. Den Gruselfaktor haben wir hinter uns. Und jetzt gucken wir mal das Ende. Such a drag.
dress the same, sit in front of the same kind of games. Yeah, he was just that kind of guy. Meine Güte. One day he goes and kills us all. Jetzt im Dunkeln die ganze Zeit. So Leute, ich habe vergessen eigentlich ein Outro zu machen. Danke fürs Zuschauen zunächst. Das Spiel war einfach eigentlich ein Hammer auf der PlayStation 4, als es geteased wurde. Ihr könnt einen Trailer dazu sehen, wie die Leute sich richtig erschreckt haben. Dadurch, dass ich das Spiel schon bereits gespielt habe, habe ich mich nicht so oft erschreckt wie normalerweise. Und es gab Elemente, die eigentlich so schreckhaft waren, die einfach aus dem Spiel rausgenommen wurden. Am Ende, da wo wir jetzt das Spiel beendet haben, kam eigentlich ein Teaser für das Spiel Silent Hill. Jetzt kommt bald ein Remake zu dem Spiel und wahrscheinlich wird es morgen in dem Showcase gezeigt. Ich werde morgen den Showcase streamen. Es wird echt Hammer, wir werden gucken, was es gibt. Wahrscheinlich mache ich auch ein Video heute nochmal, dass ich morgen früher release, um zu zeigen, was es alles geben wird und was sind meine Theorien. Es wird wahrscheinlich sehr lustig. Am Freitag gibt es wieder Stream. Also ich wünsche euch einen schönen Tag und wie immer Leute, ciao.